Spannend, spannend, spannend. Wir öffnen das Set. Ich hoffe auf De Bruyne. Ich hoffe auf was krass. Ich hoffe nicht auf Pope. Außer Pope ist mir alles recht. Und am besten kein Innenverteidiger. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer erneuten Episode des Random Team of the Season Spielers. Wir sind heute wieder am Start und ich muss das jetzt aufnehmen, weil ich die nächsten Tage keine Zeit haben werde, beziehungsweise weil ich nicht Zeit haben werde, das Video aufzunehmen, bevor die SBCs expiren, dementsprechend beendet sein werden. Ja, ich habe gerade eine englische Hausarbeit geschrieben, verzeiht mir das Ganze. Dementsprechend muss ich das jetzt machen und wir haben einmal natürlich die SBC für den Premier League Spieler. Wir haben auch Wilfried Zaha als Spieler des Monats, der ja interessant aussieht, sagen wir es mal so, wahrscheinlich aber zu teuer sein wird mit dem, was man für ihn machen muss, wobei es geht anscheinend. Nochmal ein Team of the Season Spieler, vielleicht kann ich den hier eintauschen oder ich mache den Crescito oder so. Ja, das scheint definitiv zu gehen, also das kriegen wir, denke ich mal, hin, den uns zu holen, den Wilfried Zaha. Mal sehen, mit dem haben wir auch noch eine Episode dann, aber zunächst einmal wollen wir die Top-Partie machen und dann den Team of the Season Spieler, weil da ist so ein kleiner Twist dabei, ich muss mir einen eintauschen. Ich habe bisher der Crescito noch nicht gemacht, da brauchen wir nur für Spielen eigentlich, aber ich habe es noch nicht geschafft diese Woche irgendwie zeitlich und ja, auch den Dele Alli Leihspieler habe ich noch nicht geholt, genauso wenig wie ich Zeit hatte, das Turnier zu spielen für den Ben Davies, aber wir haben Top-Partien Motherwell gegen Hamilton, zwei Spieler, das ist keine großartig schwere Challenge, dafür gibt es ein Goldset. Bayern gegen Stuttgart, 76er Gesamtbewertung, Jumbo Premium Goldset kriegen wir dafür, Wagner und Gentner, ansonsten Bundesliga und Liga, ein bisschen nichts sonderlich Schwieriges. Dann Timbers gegen Seattle, Portland gegen die Sounders, ich habe keine Ahnung, warum es ist Timbers gegen Seattle geschrieben und nicht Portland gegen Seattle oder Timbers gegen Sounders, aber das ist halt EA. Haben wir ein paar Spieler aus MLS, ein paar Spieler aus der spanischen zweiten und ersten Liga und damit sind wir auch bei den benötigten Restriktionen und kriegen dafür ein seltener gemischtes Spielerset, was okay ist, nichts Überragendes. Also die Rewards diese Woche sind relativ mau, aber Premium Gold Spielerset, also 25k-Set, ist in Ordnung für die Challenge mit Rom und Juventus, von denen wir mindestens einen Spieler oder mindestens zwei Spieler von beiden Vereinen zusammen brauchen. Haben wir ein paar Serie A-Spieler reingeballert. Einen Brasilianer mit Fred und Piatti auf dem linken Flügel. Und ja, dafür bekommen wir das. Die Packs machen wir gleich auf. Das Highlight ist aber natürlich hier das seltene Elektrum-Spielerset, was nicht überragend ist, aber vielleicht kriegen wir zumindest ein Board. Und das Allerwichtigste ist natürlich das Premier League-Team der Saison-Set. Dafür tausche ich ein. Einmal meinen Pirlo, den SBC Pirlo. Ich habe sowieso mit dem kaum gespielt. Ich werde mit dem auch nicht spielen. Einfach, weil mich der nicht flasht. Ich meine, ich mag ihn und die Karte ist nice und so. Und es ist natürlich Nostalgie, aber so kann ich Akin Fenwa eintauschen. Auch der ist natürlich als Bronzekarte nicht so scheiße, aber auch den werde ich halt kaum spielen. Und das ist mir einfach wichtiger, jetzt nicht meinen Vertonghen einzutauschen, der ja kranke Werte hat und 92er Rating, sondern halt eben Pirlo und Akin Fenwa. Wir haben dazu noch Vitolo auf der linken Seite. Da habe ich mir aber die Version gekauft von Atletico. Auch damit kommen wir auf die benötigte Chemie. Saul in Zentral auf dem Mittelfeld. Dann dahinter einfach ein bisschen Premier League mit Ederson unter anderem. Bailly und Guy. Ich überlege gerade, ob ich Ederson eintauschen möchte, weil Ederson hat natürlich jetzt hier bei mir eine kleine Geschichte. Reicht Bürki? Bürki wird nicht reichen. Nein, wer könnte denn reichen? Haben wir einen Premier League-Torwart noch, den ich eintauschen kann? Das wäre natürlich optimal. Begovic, vielleicht reicht das. Ja, das reicht auch, alles klar. Wobei Begovic ist natürlich Begovic. Das heißt, wir tauschen Kanese sein. Aber das sollte ja auch reichen, kein Problem. Jawohl, wir haben Zonzi, wir haben Gaia auf der linken Seite, Santi Cazorla, Dembele, der verletzt ist, alles wunderbar. Dafür kriegen wir einen Premier League Team der Saisonspieler und das für Pirlo, den ich nicht benutze und Akin Fenwa, den ich nie benutzen werde, die einfach beide einen ideellen Wert haben und einen legendären Wert. Das ist ziemlich nice, wenn man sich das Team der Saison vor allem mal vor Augen führt. Der einzige Spieler, den ich haben möchte, wäre Pope. Ob wir den bekommen? Ich bin gespannt. Wir öffnen natürlich erstmal die anderen Sets. Ihr könnt mir gerne wieder in die Kommentare schreiben, habt ihr die Top-Partien gemacht? Ich mache hier eine Infokarte hin. Habt ihr die Top-Partien gemacht und habt ihr die andere Challenge gemacht, also die Premier League Team of the Season Challenge? Und wen habt ihr gezogen? Letzte Episode habt ihr schon runtergeschrieben, wen ihr gezogen habt. Aber teilweise gibt es ja auch Leute, die es genauso wie ich erst ein bisschen verzögert gemacht haben. Von daher ballert mir mal in die Kommentare, wie das bei euch so aussieht. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG Vault, wenn ihr jetzt fürs Team of the Season noch FIFA Points, PSN oder Microsoft Guthaben braucht, 6% Rabatt auf diese Produkte mit dem Korb des Gaming TV. Es lohnt sich da zu kaufen, denn es ist günstig und ihr unterstützt mich damit. Das heißt, definitiv eine gute Option, da einzukaufen. Ich würde mich freuen. Dazu natürlich AskFM für Fragen, Instagram, Twitter, Facebook, alles in der Beschreibung. Halle und Guilavogui wollten wir beide nicht haben, die Franzosen aus der Bundesliga. Wir hoffen, dass unsere nächsten Sets ein bisschen besser werden. Nämlich das seltene gemischte Spielerset als erstes. Da bekommen wir zumindest mal ein Board, kein Team of the Season oder Inform, aber ein Board und auch das kann ja zumindest ein Spieler sein, der ein bisschen was wert ist. Es wird aber Shinji Kagawa und der ist schlecht. Ja, ich wollte jetzt nicht irgendwie noch was Schlimmeres sagen. Luis Gustavo noch dazu, Hector Bellerin, das ist okay.
Limachon ist auch nicht so schlecht, aber den werden wir nicht auf den Transfermarkt packen. Kagawa benutze ich dann für die nächsten Squad-Building-Challenges für Team of the Seasons aus den nächsten Ligen. Mal sehen, wer es da werden wird. Auch dafür wäre Pope natürlich zum Eintauschen schön, aber ich denke mal, auch andere Optionen gingen da. Deswegen erstmal 25k-Set, das wird wieder ein Thin-Pack, das heißt kein Board. Leider Gottes, aber eins haben wir noch garantiert und das ist der Team of the Season-Spieler. Dumbia und Bressan aus Weißrussland, dazu Haraguchi, Mora und Aguirre. Aber nichts Besonderes. Letztes Set vor dem Team of the Season Set. Seltenes Elektrum-Spieler-Set. Auch da natürlich nochmal die große Chance hier, wen Krasses zu ziehen. Und wir kriegen zumindest nochmal ein Board. Ich weiß nicht, ob es eine Inform war. Nee, war eine normale Karte. Und es wird Norwegen. Es wird, oh Gott, Jahrschein. Also so ziemlich die zwei schlechtesten Bundesliga-Spieler, die irgendwie gehen mit dem 83er-Rating. Aber beide gut für Squad-Building-Challenges. Von daher ist in Ordnung. Viviano, Ake, Ocampos und Neustädter, der ehemalige Deutsche, der jetzt in Russland spielt und auch für die russische Nationalmannschaft auflaufen wird. Jedes Mal wieder lustig, den zu sehen. Roman Neustädter. Also gerade Neustädter natürlich, der russische Name schlechthin. Aber naja. So, im Jahr stand Transferliste. Nakulma und Makola stoßen wir ab. Und damit kommen wir zum Premier League Team of the Season. Spannend, spannend, spannend. Wir öffnen das Set. Ich hoffe auf De Bruyne. Ich hoffe auf was krass. Ich hoffe nicht auf Pope. Außer Pope ist mir alles recht. Und am besten kein Innenverteidiger. Wir ziehen einen Südkoreaner. Wir ziehen Heung Min Son. Ai. Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt muss ich definitiv ein neues Team bauen. Brutale Karte. Heftig. Das ist natürlich suboptimal, weil ich habe so viele Positionen, die ich einbauen kann. Zentrale Mittelfeldspieler, Zehner, Stürmer und ich ziehe einen linken Mittelfeldspieler. Aber die Werte, 5-Star Weakfoot 4-Star Skills, 94 Abschluss, 94 Stellungsspiel, 89 Ruhe, das ist so eine brutale Karte. Ich habe mir Son noch nicht einmal gekauft dieses Jahr, weil damit zu teuer war. Und ich weiß nicht, für was Team of the Season Son geht, aber wir werden es jetzt nachgucken. Das ist richtig, richtig krank. Die Karte, da freue ich mich tierisch drüber. Ihr kennt mich, ich zeige bei guten Packs nicht so die Emotionen, aber glaubt mir, über das Pack, da freue ich mich schon sehr, sehr doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem jetzt habe ich drei kranke Team of the Seasons gezogen, mit Vardy, mit Son und mit Vertonghen, die natürlich beide auch noch im gleichen Verein spielen, was optimal ist. Son finde ich nicht am Transfermarkt, nee, aber wir suchen einfach seine Team of the Season Karte als Dream Squad Karte und dann sollte das funktionieren, nicht bei Brighton, was will ich denn bei Brighton? Eieiei. Überlegt mal, Lukaku wäre möglich gewesen, Aguero wäre möglich gewesen, ich habe Firmino wäre möglich gewesen, Sterling, Fernandinho, Ali, Eriksen anscheinend auch nicht, wobei Eriksen weiß ich nicht. Alle wären möglich gewesen und ich ziehe eine kranke Karte, über die ich mich freue, aber ausgerechnet eine, die ich nicht einbauen kann. Das ist natürlich ein bisschen bitter, ein bisschen. Aber ich kann ihn nicht mal suchen. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen hier dabei bei diesem Video, aber ich denke mal trotzdem, das eine Spiel kriegen wir noch hin, beziehungsweise kriegen wir noch reingewurstelt. Südkorea. Und jetzt bin ich, ach, Korea Republik, mein Gott, lass die es aber so schwierig machen müssen. So, dann bin ich mal gespannt, was der Team of the Year kostet. Über 700.000 Münzen, die ich hier für lau bekommen habe. Nice, na gut, okay, ich würde sagen, ich baue ein Team und wir sehen uns morgen, übermorgen oder irgendwann wieder. Bis gleich. So, wir sind nochmal da, bevor es losgeht mit Son. Und zwar haben wir vor Champions Rewards für Gold 3. Ja, genau, Gold 3 war es für diese Woche. Die machen wir natürlich nochmal ganz kurz auf, weil das halt schöne Sets sind. Eventuell auch nochmal mit Team of the Seasons. Ja, und ich musste die jetzt öffnen, weil ich gleich Squad Battle spielen möchte, um den Krishito zu holen, ganz schnell. Megaset, seltene Spielerset. Wir legen ohne große Umschweife los. Ich denke nicht, dass wir ein Team of the Season ziehen werden. Aber, naja, wir können ja mal gucken, vielleicht wird es ja irgendwas. Im ersten Set haben wir zumindest schon mal ein Board in dem Megaset. Portugiese, rechtes Mittelfeld, Bernardo Silva, nein, Quaresma. Ist in Ordnung, 83er ist ein guter Spieler, ist ein Spieler, den ich sehr sympathisch finde, wie die ein oder andere von euch wissen sollten. Aber nichts so krasses, dazu noch ein Goldset und Sarko, das geht auf jeden Fall ganz gut klar. Kann man mitnehmen, den Rest discarden wir. Dann machen wir das Goldset auf, die beiden anderen ebenfalls noch. Und schauen, ob das Goldset vielleicht ein Team of the Season für uns parat hält. Ich befürchte ja eher nicht. Nein. Es war zumindest Ayu, der ja mit Swansea höchstwahrscheinlich abgestiegen ist. Dieses Set wird dünn, sowas skippen wir natürlich direkt. Das ist gerade in einem Megaset extrem enttäuschend, aber was soll's. Wir kriegen Batshuayi, Saliuchan, aber nichts Großartiges von Bedeutung. Muriel auf der Transferliste, Bubble und Musonda. Bye, bye. So, und 50k-Set zum feinen Abschluss, bevor es dann gleich ins Team, beziehungsweise zum Team mit Son geht. Es gibt nochmal ein Board zumindest, auch wenn kein Team of the Season, wie erwartet. Wir haben einen Schweizer Torhüter, Bürki oder Sommer. Das heißt, auch da nichts Überragendes für ein 50k-Set. Eher traurig. Umtiti noch dazu, nochmal Quaresma, nochmal Batshuayi. Eieiei, diese wunderschönen Duplikate. Naja, was soll's. Okay, alles klar, dass das Karten war. Und dann sehen wir uns gleich mit dem Team.
So, da sind wir wieder zurück am Start und zwar mit dem Son-Team. Wir haben vorne Heung-Min Son zusammen mit Jamie Vardy und Lucas, der wird ausgewechselt für Crespo. Das Ganze wird auf 4-3-1-2 umgestellt. Genauso wird Ki Sung-Jung ausgewechselt für Milinkovic Savic. Krishito haben wir eingebaut, den Team of the Season, aus der Rest of the World. Wie soll man das nennen? Rest of the World Reward Kiste, ja. Ich habe auch noch den Japaner gezogen, den japanischen Stürmer, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Der geht momentan, glaube ich, noch für 50.000 oder so in den Dreh, werde ich aber eintauschen. Das ist trotzdem eine ziemlich nice Aktion, dass die solche Spieler mit reingenommen haben, beziehungsweise, dass man die so leicht bekommen kann. Ist halt eben tauschbar, finde ich sehr, sehr nice. Forster Skills, Forster Weakfoot, leider Gottes für mich nicht genug Ruhe mit 7 und mit 74, aber was soll's. Ich suche einen Gegner in der Weekend League und wir sehen uns gleich im ersten und im letzten Spiel auch, weil ich habe nicht sonderlich viel Zeit, aber... momentan stehe ich übrigens 6-2. Es ist Sonntag und ihr seht, ich habe momentan Besseres zu tun, als FIFA zu spielen. Aber ich glaube, 6-2 zeigt, es läuft eigentlich wie immer, weil ich starte immer 6-2. So, Gegnerteam sieht folgendermaßen aus. Natürlich. Fermann Desailly als Innenverteidiger, dann Ferdinand, Alex Tejes. Ich glaube, ich habe gegen den Kerl sogar schon gespielt diese Woche. Ronaldinho 94er, Ronaldo 96er. I love it. Ich glaube, dass ich den gegen ihn gewonnen habe, tatsächlich. Aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir stellen erstmal um. Schlumbum. Jamie Vardy gegen Fermann. Das muss es normalerweise sein. Das 1-0, gerade eben auf der anderen Seite eine Chance für Ronaldo, aber ansonsten sieht das bisher nicht schlecht aus. Wir hatten schon zwei gefährliche Flanken. Bälle, die in den 16er gesegelt sind. Und Son. Oh, auch der scheitert an Fährmann. Der einfach zu brutal ist. Boah. Warum nimmt er den nicht mit rechts? Hier sieht man Sons Tempo. Wird gestoppt. Vardy kommt nochmal ran. Aber Vardy ist halt leider Gottes nicht so der Technikbegabteste. Ich habe auch schon ein bisschen mit Son gespielt, muss ich dazu sagen, in der Weekend League. Ich habe den immer zur Halbzeit eingewechselt. Erste Halbzeit Vardy, zweite Halbzeit Son. Und der ist schon brutal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ronaldo ist aber leider Gottes nochmal ein Tucken besser. Und das ist ein ganz bitterer Führungstreffer, weil wir hätten längst führen müssen. Vardy macht den Ausgleich. Wichtig, wichtig, wichtig. Sehr, sehr schön. Mannequin Challenge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Tor nur fällt. Das werde ich wahrscheinlich nicht reinschneiden, weil es zu lange her ist. Aber weil auf der anderen Seite Crescito am zweiten Pfosten das Kopfballduell gerade so gewinnt, was normalerweise ein Außenverteidiger nicht macht. Ter Stegen war schon auf dem Boden. Der hat sich schon darauf vorbereitet, das Tor zu kassieren. Man kennt es ja, die fallen ja immer ganz gerne mal hin. Aber Crescito hat mit aller Urgewalt dieses Kopfballduell gewonnen. Und das war sehr, sehr gut. Der ist allgemein natürlich brutal, ne, die Karte mit seinen allen Stats über 80. Als Linksverteidiger, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich den eintauschen werde, weil auch wenn er eine scheiß Liga hat, der ist halt einfach extrem, extrem gut. Und jetzt die Chance für Heung-Min Son. Warum denn den rechten, wenn er einen 5-Star-Weakfoot hat? Und das ist sowas von rot. Krishito hat tatsächlich 91 Elfmeter. Wir schießen natürlich mit Son, weil Son ist der Spieler dieser Episode. Und er trifft euch. Ich dachte, den hat Fährmann. Ich dachte, den hätte er, aber Son macht den Führungstreffer. 44. Ja, besser. Oh ja, das ist wieder halt mein typisches Glück. 7 Spieler um Mahrez rum. Keiner hält ihn auf. 45. Minute. Ich liebe diese Gegentore. Das sind halt wirklich auch diese typischen 45. Minute Gegentore. Vielleicht können wir aber die 45. auch noch ausnutzen. Mal sehen. Tatsächlich können wir das. Humanson und er stellt wieder auf 3-2. Aber trotzdem, das war gerade so ein scheiß Gegentor. Hilfe. Oh, Sergej. Ist normalerweise auch ein Ding, was er easy reinmacht. Weiß nicht, was da gerade los war. Kriegt nochmal die Chance. Macht ihn rein. Perfekt. 4-2. Ja, ja. So kennt man ihn. Den Sergej Milinkovic-Savic. Auch eine geile Karte. Auch wenn es nur der 86er in Form ist. Aber der ist schon brutal. Auch wenn der Team of the Season natürlich... Der wird krank. Ich hoffe, dass ich den in einem der Random Packs ziehe. Crespo allein auf weiter Flur. Crespo hat irgendwie nicht das Tempo. Das war ganz, ganz komisch jetzt, aber er macht ihn trotzdem. Ne, macht er nicht. Crespo, was ist los? Nebenbei, ich weiß wirklich nicht. Ich zweifle echt gerade daran. Crescito will ich halt eigentlich eintauschen, genau für diese Packs. Aber was ist denn hier los gerade? Aber der ist halt eigentlich so gut. Problem ist halt nur seine Liga, wisst ihr? Und die Nationalität. Ich weiß nicht, wie ich den irgendwie einbauen sollte. Weil es gibt leider, ich könnte ja für Pjanic einfach einen von Zenit hinstellen.
und dann halt Kreshito, aber es gibt keinen guten von Zenith. Kokorin als ZM möchte ich mir nicht antun. Ja, ein bisschen bitter. Jetzt macht Crespo sein Tor. Na, also, geht doch. Schöner Volley, ja, so kennt man ihn. Eiskalt und 5-2. Geht klar. Eigentlich war das eine Kopie. Das war eine ziemliche Kopie. Torschütze ist allerdings Milinkovic-Savic. Ja, ja, und ich glaube, das war's mit dem Herrn Xal. Ich glaube, der wird jetzt rausgehen beim Stand von 6-2. Und ich würde sagen, auch wenn das Team gerade mit Umtiti, Romagnoli und Dubois nicht unbedingt Weekend League tauglich ist, hat es doch ziemlich, ziemlich gut performt. Ja, mit diesem Sieg. 2 Tore Son, 2 Tore Sergei, 1 Tor Vardy, 1 Tor Crespo, seine Vorlage Crespo, 1 Vorlage Bakayoko, 1 Vorlage Kreshito, 1 Vorlage Milinkovic-Savic und 2 Vorlagen von Vardy. Damit würde ich sagen, sehr schönes Ende für diese Episode. Son ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Ist ja ein relativ teurer Spieler, aber lohnt sich definitiv. Mein 7. Sieg in der Weekend League. Mal sehen, ob ich noch überhaupt Silber 2 schaffe am Wochenende. Ich verabschiede mich erstmal von diesem Video. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.